Jana Bella, dunkelblond, 1,76 Meter groß, Gewinnerin von Germany's Next Topmodel 2011 und jetzt Backshop-Besitzerin. Also nach dem Germany's Next Topmodel-Sieg ist ja natürlich sehr viel passiert und ich bin auch sehr viel rumgereist, habe auch super viel gemodelt und da ist mir natürlich klar geworden, dass ich etwas Festes für die Zukunft brauche. Also durch Germany's Next Topmodel konnte ich mir jetzt meine sichere Zukunft aufbauen. Ne? Durch die ganzen Jobs, die ich nachher hatte und dadurch habe ich halt mein Geld verdient, natürlich auch gespart und das jetzt investiert. Und zwar in eine eigene Backwerkfiliale direkt am Münchner Hauptbahnhof. Sie erklärt uns den krassen Wandel vom Topmodel zur Unternehmerin. Also ich bin jetzt 25 und in Deutschland ist es noch nicht so stark. Aber im Ausland ist es wirklich so, dass dort 13-jährige Mädchen mit dir auf ein Casting gehen. Und weil sie halt weniger Geld verlangen, werden sie halt dann bevorzugt. Bei allem. Es sind nicht 50 Mädchen bei einem Casting, sondern 500 Mädchen bei einem Casting, die sich auf einen Job bewerben. Vor allen Dingen in Mailand, da wartest du 3 oder 4 Stunden, bis du dran bist. Und dann stellen die sich in eine Reihe auf mit 15 Mädchen und sagen ja, nein, 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 ja, nein. Ohne dass sie Hallo sagen oder deinen Namen aussprechen, Jana, komm mal bitte, stell dich vor. Ein hartes Business, aber der Alltag als Backshop-Besitzerin ist auch alles andere als ein Zuckerschlecken. Also ich stehe um 5.30 Uhr auf und bin dann im Laden, bereite alles vor. Natürlich kommen dann auch die Mitarbeiter. Am Anfang ist es halt wirklich sehr schwierig jetzt gerade, weil ich die Mitarbeiter einlernen muss. Natürlich habe ich auch Hilfe von der Zentrale. Das ist auch gut an einem Franchise-System, dass du auch Hilfe bekommst, nicht ganz alleine dastehst am Anfang. Und man steht früh auf, backt und dann geht man kaputt nach Hause. Aber das hatte ich auch beim Modeljob genauso. Doch auch wenn das Backen jetzt ihr Leben bestimmt, ganz aufs Modeln verzichtet Jana nicht. Genau, jetzt schiebe ich es halt immer ein. Zum Beispiel gestern hatte ich einen Job und ich mache auch Castings, da ist mein Freund im Laden. Und jetzt model ich auch. Das lässt sich eigentlich sehr gut verbinden, weil meine Agentur auch in München ist und ja. Als Germany's Next Topmodel-Gewinnerin ist Jana in Deutschland bekannt. Das merkt sie auch im Backshop. Es kommen schon viele Leute. Ich hätte es auch nicht gedacht, bin ich auch sehr dankbar, weil die Leute sagen, hey, wir finden es toll und du hast was aus dir gemacht, du hast dich abgesichert, das ist super und ich finde es ganz gut. Und die Filiale ist jetzt einen Monat hier und im Januar, Ende Januar kommt noch unten eine Filiale. Bodenständig und absolut sympathisch. Für uns gibt's dafür einen Daumen nach oben. Und wir wünschen der jungen Unternehmerin alles Gute für ihr kleines Backimperium.